Liebe Genossinnen und Genossen, ich bedanke mich für euer Vertrauen und für dieses Wahlergebnis. Es ist mir eine Ehre und es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit Susanne Vorsitzende unserer Partei sein zu dürfen. Und ich möchte mich bei Katja und Bernd für alles bedanken, was ihr in den letzten 9 Jahren für die Partei gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Vor uns liegt viel Arbeit. Wir stehen am Beginn eines Superwahljahrs mit 6 Landtags- und 2 Kommunalwahlen und der Bundestagswahl. An dieser Stelle viele Grüße von dieser Stelle an die wahlkämpfenden Bundesländer, Landesverbände, die gerade unter sehr schwierigen Pandemiebedingungen und unter größtem Einsatz Wahlkampf führen. Grüße nach Baden-Württemberg mit der Spitzenkandidatin Sarah Miro. Grüße nach Rheinland-Pfalz mit David Schwarzendahl und Melanie Beri-Sims. Grüße nach Hause, nach Hessen, wo Kommunalwahlen anstehen. Im Juni wählt Sachsen-Anhalt mit der Spitzenkandidatin Eva von Angern. Im September folgen die Kommunalwahlen in Niedersachsen, die Landtagswahlen in Berlin mit Klaus Lederer, in Mecklenburg-Vorpommern mit Simone Oldenburg und in Thüringen mit Bodo Ramelow. Euch und uns allen viel Erfolg bei diesen anstehenden Wahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Vorbereitungen zur Bundestagswahl laufen, und in all diesen Wahlkämpfen geht es um bezahlbaren Wohnraum, um die Verkehrswende, um gute Bildung. Und überall ist die Linke eine laute Stimme gegen rechts, gegen die Nazis innerhalb und außerhalb der Parlamente. Wir haben 2 neue Vorsitzende. Aber was diese Partei ausmacht und was sie im Innersten zusammenhält, das sind die vielen Mitglieder vor Ort, die ohne Bezahlung, ohne Mandat, aber mit viel Herzblut für diese Partei brennen. Eine verzweifelte Frau bittet um Hilfe, weil ihr der Hartz-IV-Satz gekürzt wurde und sie nicht weiß, wie die in den nächsten Wochen überstehen soll. Ich frage einen Genossen, der seit vielen Jahren ehrenamtlich Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher berät, und ich erhalte ein paar Tage später eine Mail genau von dieser Frau, in der sie sich bedankt, weil der Genosse sie sofort besucht hat, ihr helfen konnte und sie jetzt wieder Mut und Hoffnung hat. In solchen Momenten bin ich stolz, und dann weiß ich, warum ich in dieser Partei bin. Wenn ich mich mit einer drohenden Abschiebung beschäftige und in den Unterlagen lesen, dass die Person, die den Geflüchteten seit 2 Jahren hilft und ihm beisteht, ein aktives Mitglied von uns ist, dann bin ich stolz und dann weiß ich, warum ich in dieser Partei bin. Und ich denke an unsere Genossinnen und Genossen, die in Nazi-Hochburgen sich nicht kleinkriegen lassen, die den Rechten die Stirn bieten, obwohl sie oft Angst haben, spätabends Wahlplakate aufzuhängen. Mitglieder, die nach Feierabend in den Kommunalparlamenten mit Leidenschaft für unsere Anliegen kämpfen, die in den Mieterinitiativen mitarbeiten, in den Gewerkschaften oder bei den Omas gegen rechts, die betriebliche Kämpfe organisieren und zum Anker für ihre Kolleginnen und Kollegen werden, wie unser kürzlich viel zu früh verstorbener Genosse Christian Krähling bei Amazon in Bad Hersfeld. Ich war in vielen Kreisverbänden und ich habe viele Menschen getroffen, die sich für diese Partei und linke Ideale aufopfern, die ihren Jahresurlaub nehmen, um Wahlkampf zu führen, ohne je selbst für ein Mandat zu kandidieren. Nein, diese Partei ist sicher nicht perfekt. Sie ist oft sehr anstrengend und manchmal auch ziemlich nervig. Manchmal diskutieren wir uns über Dinge, die Köpfe heißt, die kein Außenstehender versteht, und manchmal nicht mehr wir selbst. Wir streiten, wir ringen miteinander um den richtigen Weg. Lasst uns ehrlich und solidarisch über unsere Schwächen reden, Niederlagen auswerten und daraus lernen. Nur so kommen wir voran als vereinte Partei. Denn wir haben so vieles gemeinsam. Wir alle sind in diese Partei eingetreten, weil wir uns empören über Armut, weil wir Ungerechtigkeit nicht hinnehmen wollen, weil wir den Krieg verachten und weil wir wissen, dass der Faschismus nie wieder siegen darf, weil wir der festen Überzeugung sind, dass jeder Mensch in Würde leben soll
unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung oder seiner Religion, weil wir wissen, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte sein darf. Wir verbringen unsere Feierabende und unsere Wochenenden in Bürgerhäusern unter Neonlicht. Wir stehen bei Wind und Wetter an Wahlkampfständen. Wir hängen Plakate auf, wenn es schneit oder eigentlich viel zu heiß dafür ist. Weil wir alle der Überzeugung sind, dass es sich lohnt, für eine gerechte, für eine freie Gesellschaft zu kämpfen. Und das sollten wir bei allem innerparteilichen Streit niemals vergessen. Wir stehen in der Tradition der Arbeiterbewegung, in der Tradition der sozialistischen Bewegung, in der Tradition Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Es gilt noch immer, um es mit Karl Marx zu sagen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Lasst uns diesen Parteitag als Aufbruch nutzen. Lasst uns darüber diskutieren, wie wir durch unsere Vielfalt verschiedene Milieus und gesellschaftliche Gruppen erreichen. Das ist doch gerade unsere Stärke, liebe Genossinnen und Genossen. Unsere Verantwortung ist groß. Für die Menschen, die Hoffnung in uns setzen. Und unsere Gegner sind mächtig. Lasst uns den Rücken gerade machen, den Kopf heben. Wir sind die Linke. Wer andere begeistern will, muss selbst begeistert sein. Und alle, die gerade zuschauen und die sich wie wir nicht damit abfinden wollen, mit den gesellschaftlichen Missständen, all die will ich einladen, sich uns anzuschließen. Man kann die Linke wählen, das sollte man auch unbedingt tun. Man kann aber auch Mitglied werden bei der Linken. Man kann online eintreten, ob an den Küsten oder im tiefsten Süden, ob Ost oder West, ob Stadt oder Land. Wir haben überall noch Plätze frei und wir freuen uns, wenn ihr dazu stoßt. Es lohnt sich, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Vielen Dank.